Hallöchen Leute, da sind wir wieder bei The Witcher 3 mit mir, CJ von Ulja Gaming, und wir haben heute eine besondere Person dabei, nämlich Kira Metz, der wir jetzt in die Höhle des Elfen folgen müssen. Und das machen wir auch gleich. Ja, du darfst gerne gehen. Was war das jetzt? Es wird hell. Oh, beweg doch deinen Arsch mal hier runter. Noch was? Ja, hier kann ich schon irgendwas anmachen, ne? Anmachen! Geht doch. Sieht schick aus. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Hopp. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ist mir auch vollkommen egal, ob sie zusagt. Hopp. Das Zauberwort mit 2 T. Flott. Fertig. Folge mir. Nee, ich gehe voraus. Nicht ich folge dir. So läuft das hier nicht. Gute Kira. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kira jetzt ist. Also ich weiß, wo ich jetzt bin. Das gefällt mir gar nicht. So, kommt her, mein Lieben. Was kann denn ein verbessertes Axi-Zeichen eigentlich? Ja, den jetzt vielleicht nicht gerade. Na, komm her. Zack. Ich fürchte, ich muss tauchen. Schneller schwimmen. Was ist denn hier unten? Sehr viel geiler Scheiß. Fährtenleserhose, Hode, genau. Rausgerissene Seite. Gorgo absolut. Was ist denn heute los hier? Dass man meine Sinne ja ein bisschen angestrengt habe. Tauchen! Geralt, tauchen. Ach, dann halt nicht. Es wäre natürlich auch zu schön gewesen, wenn einfach mal alles geklappt hätte. Und das Problem, ich bin so überhaupt gar nicht auf den Bosskampf vorbereitet. Und da ich das nicht bin, meditiere ich mal ganz kurz. Denn ich hätte doch schon ganz gerne meine Schwalbe wieder. Schwalbe. So, wenn ich jetzt zurückgehe. Das war nicht zurück. Das war vor. Achso, ja, nee. Axi wollte ich ja nicht. Ich wollte mein Quentzeichen wieder. Oh, Gift. Erstmal raus hier aus diesem Gift. Naja, ich bin ja schon weg. Mist, da wollte ich ganz klug eben nochmal auf Igni wechseln. Das hat aber nicht ganz geklappt. Na los, komm her. Kleine Drecksau. Letzte deine Hexer sind in einem Kira, Kaira heißt sie hier zu finden. Ja, gut, ne? Autsch. Voll unfair. Mal eine Schwalbe einsetzen, würde ich sagen, ne?
Kopf doch endlich! Mann! Ein paar geile Sachen, ein paar magische. Nochmal ein Quen hinterherhauen. Und das Schöne ist natürlich. Das Schöne ist, wenn man The Witcher bei Tag spielt und in so einer dunklen Gruft ist, man sieht natürlich nichts. Und ich glaube, ich habe auch keine Fackeln dabei, ne? Ich hätte mir Nummer 5 gekauft, aber die sind alle. Nee, doch. Doch Fackeln. So, hier ist eine Truhe. Geira? Hier ist. Was ist das jetzt? Ein Nebliger? Oder wie der Scheiß auch immer. Ja! Drecksack! Gott, oh Gott! Geira? Muss man jetzt ja aufpassen, hier wo man lang geht. Da hinten ist was. Geira? Lilat, geh auf! Lilat! Geralt! Ja, ich komm ja schon. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Ich mach ja schon, ja. So ist jetzt automatisch hier. Igni an oder was? So, ein Nest. Weißt du, was wir Krankheiten übertragen? Dass du jetzt mit der auf den Sack gehst? So. Bitte. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! Achso, Monsternester beide ausgeräuchert. Jawohl. Valvette, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arnert va, Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Also doch. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraim genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich.
und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Und Tee trinken. So, erkunde die Ruinen und folge den Schwalbensymbolen. Na denn. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Sagt er. Ich spring rein. Hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Ja, hat's überlegt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handel. Komm weiter. Schlechte Idee. Irgendwie dann noch, oder? Na, geht. Das scheint noch so zu gehen. Ist die Frage, kann ich jetzt gerade meditieren? Geht das? Ich glaube nicht. Was? Warum bin ich denn fast tot? Hui! Ja, ich fürchte gerade, ich werde das bereuen und das ist jetzt gerade ganz unlustig. Okay. Jetzt wieder weg hier. Kann ich jetzt meditieren? Ja, jetzt geht's zum Glück. Nee, es geht immer noch nicht. Und dann habe ich jetzt ein minimal kleines Problem. Mal gucken, wie wir dieses minimal kleine Problem. Wir lösen es mit Meditieren und das ist voll gut. Badang! Ich glaube, ich muss die Fackel mal ausmachen. Ansonsten komme ich hier wohl nicht ungeschoren durch, wenn hier alles dauernd explodiert. So ist denn jetzt die Hexe wieder. Was ist denn eine Hexe überhaupt? So. Nee. Jetzt aber. Jawohl, ja. Und folge den Schwalbensymbolen. Das Problem ist, dass ich noch überhaupt keine Schwalbensymbole gesehen habe hier. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist Gift. Ich zünd hier am besten gleich alles an. Ist das ein Schwalbensymbol? Sieht nicht so aus. Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Ja, genau. Was haben wir denn hier unten? Ich habe doch gerade was blinken. Da unten ist was. Da müssen wir mal fix hin. Runter, Geralt. Also das mit dem Runtertauchen ist gerade ein bisschen schlecht, ne? Komm auf, gleich sterbe ich. Gleich sterbe ich, so. Schnell alles mitnehmen und auftauchen.
absurd raffastes Wesen. Westen? Stand da, ich kann es gerade so schnell nicht lesen. Oh, Geralt. Du darfst gerne schneller auftauchen. Das ist überhaupt kein Problem. Achso, falsch rum. Verdammt. Schneller! Ich will nicht schon wieder ertrinken. Das heißt schon wieder. Geschafft habe ich es noch nicht. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Gut, Schwalbensymbole also, ja. Gift. Ich würde ja gerne... gerne eine Fackel anmachen, aber dann... Och. So ein bisschen geht mir hier das auf den Sack. So, hier komme ich jetzt erstmal wieder hoch. So, das ist der Anfang. Je eher wir verschwinden können, desto besser. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich finde keine Schwalbensymbole, gute Kyra. Könntest du mir vielleicht mal behilflich sein? Sowas hier vielleicht? Nee. Ja, schön, habe ich nicht, dass ich eine Schwalbe genommen habe. Das freut mich richtig. So, jetzt jage ich mich doch gleich wieder in die Luft. Das sind Gegner. Ja, das weiß ich. Bin schon gespannt, wann es das nächste Mal Bumm macht. Quasi jetzt. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Na, hoffentlich. So, weiter. Und hoch. Duschback. Oh, oh, was, wo kommen wir jetzt hin? Ich sehe ein Symbol. Wanderung im Dunkeln aktualisiert. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Da hat sie wohl recht. Nee, ich spring da jetzt mal nicht runter, habe ich beschlossen. Bestimmt besser für meine Gesundheit. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Finde mit Hilfe deiner Hexersinne Hinweise Bella auf Ziel. Ja. Na dann. Ah, hier. Hier haben wir was. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Autsch! Wie verflucht nochmal? Meinst du, das ist eine Art schwieriger Verstand? Weiß ich schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Vielleicht ja, hat man Erscheinungen ja. Alter! Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht halten. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ich wollte gerade sagen, die andere kämpft und du laberst nur, du olle hohle Frucht. Oh. Spinnst du? Zack, Ende. Meine Fresse hier. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen.
du hast einen geilen Arsch. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Hm. Ist ganz okay. Achso, ich muss immer noch Hinweise finden. Ich dachte, den Hinweis hätte ich gefunden. Anscheinend ja nicht. Dann... Aha, hier. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kälbchen. Ja. Musst du alles anfassen? Ich jag mich hier noch selbst in die Luft. Kann man so sagen. Kann ich jetzt hier nicht immer ganz kurz speichern? Geht das? Das wäre voll geil, wenn das gehen würde. Nur für den Fall, dass ich mich wirklich selbst in die Luft jage. Was ich mir übrigens vollkommen zutraue. Von daher eine wahrscheinlich weise Entscheidung, das zu tun. Wie sieht's hier aus? Aha, da haben wir noch ein Symbol. Das war eine Schwalbe. Aber das hatten wir doch schon. Kann ich jetzt hiermit nichts machen? Dann weiter mit den Hexersinn. Ist da unten irgendwas? Nee, sieht nicht so noch aus. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Hier stand die eine Hexerin ja auf den Stufen, aber. Also das einzige Rote, was hier noch ist, ist dieses Symbol hier hinten. Das heißt, da muss ich irgendwas machen können. Sonst würde es mir nicht rot angezeigt werden. Er macht aber nichts. Art bringt nichts. Na, dass Axi was bringt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann es ja verbrennen. Und dann eine magische Falle brauche ich da wohl auch nicht auf hinlegen. Was ist, wenn ich jetzt mal mit ihr rede? Kann ich mit ihr reden? Gehen wir. Ja, toll. Finde Kälbje. Habe ich doch schon, dachte ich. Ach, Moment. Ich habe das Ding... Wo kamen wir denn von hier? Genau, von hier kamen wir, da drüben war die Erscheinung. Ich wollte gerade sagen, dann müsste es hier weitergehen. Also hier würde es auf jeden Fall weitergehen. Denn da ist ja noch ein Weg und hier ist ja auch noch ein Symbol, aber irgendwie... Das ist aber das Schwalbensymbol. Hm, dann mal den nächsten Gang. Gucken, ob ich... Hä? Ist das blöd? Jetzt geht der über mir lang? Kann ich hier hoch oder so? Nee. Alles sehr, sehr komisch hier. Ich nehme einen von, genau, von hier kamen wir ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich mal eine kleine Pause und suche mal ein wenig vor sich hin. Und in der nächsten Folge fangen wir dann da an, wenn ich irgendwas Sinnvolles gefunden habe. Also.